Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es weiter mit dem bereits 7. Teil aus unserer Haussanierungsserie. Mein Mann und ich sind gerade dabei, einen Bungalow aus den 70ern zusammen mit einem Bauunternehmer mehr oder weniger Kern zu sanieren. Wenn ihr wissen wollt, was bisher schon so alles passiert ist, wie das Haus auch vorher aussah, was wir vorhaben, alles machen zu lassen, dann schaut gerne einmal in die vorherigen Videos rein. Ich habe euch dazu eine Playlist erstellt, die verlinke ich euch einmal hier oben. Ja, im letzten Video ging es ja sehr viel um unser Dach. Da stand ja zwischenzeitlich im Raum, dass wir vielleicht das komplette Dach irgendwie neu machen lassen müssen. Da hat sich ja zum Glück herausgestellt, dass die Probleme wohl doch nicht ganz so groß sind und wir jetzt erst mit unserem bestehenden Dach auf jeden Fall noch ein paar Jährchen weiterleben können. Da hat sich jetzt auch nicht so viel Neues getan. Also es wird nach wie vor tatsächlich die Dämmwolle oben aus dem Dachgeschoss entfernt. Das mussten wir leider zurückbauen lassen und eben die Dämmwolle entfernen lassen, weil sich da eben leider Schimmel gebildet hatte. Das sollte eigentlich schon längst fertig sein, aber die Jungs sind immer noch damit beschäftigt. Die haben da jetzt schon säckeweise irgendwie diese alte Mineralwolle rausgetragen. Ja, aktuell ist es wirklich das größte Thema tatsächlich, dass wir nach wie vor auf unsere Fenster warten. Also die sollten ja eigentlich irgendwie in der ersten Maiwoche angeliefert werden, dieses Mal ganz ursprünglich. Dann hatte die Fabrik irgendwie ein bisschen Verzögerung, irgendwie, glaube ich, so eine Woche oder so gehabt. Dann hatten wir diese Probleme mit dem Wassereintritt, wo dann unser Bauunternehmer auch meinte, dass auch in der Einliegerwohnung irgendwie Feuchtigkeit in den Wänden und in den Decken irgendwie wäre und dass wir jetzt besser die Fenster erstmal nicht einbauen, damit das eben gut durchlüften kann. Ja, dann hätten die Fenster eigentlich Anfang letzter Woche angeliefert und eingebaut werden sollen. Die mussten dann irgendwie 1400 Kilometer mit der Spedition aus Polen angeliefert werden. Hätten eigentlich am Dienstag da sein sollen, waren sie dann aber irgendwie nicht. Ja, da war ich dann schon echt irgendwie dabei, die riesige Krise zu kriegen, weil auch zwischenzeitlich irgendwie der Bauunternehmer nicht so ganz wusste, wo die Fenster jetzt eigentlich gerade sind. Sie sind dann wohl irgendwie in irgendein Zwischenlager geschickt worden, weil dann unser Fensterbauer, also der, die Fenster bei uns einbauen soll, dann irgendwie einen anderen Auftrag angenommen hatte. Und ja, dann hieß es irgendwie, dass jetzt diese Woche Dienstag irgendwie wieder verladen werden sollen und eben hier in die Region gefahren werden sollen. Dann konnte unser Bauunternehmer auch erst nicht genau sagen, ob sie jetzt dann auch direkt eingebaut werden können. Dann hatte er irgendwie aber dann die Info gegeben, dass es jetzt diese Woche leider auch nicht mehr klappt, weil der Fensterbauer jetzt einen anderen Auftrag irgendwie angenommen hat und deswegen jetzt keine Zeit mehr hat, unsere Fenster einzubauen. Und dass sie dann jetzt eben ab kommender Woche, ab Montag dann eben eingebaut werden sollen. Ja, von daher hoffen wir jetzt, dass es jetzt dann am Montag endlich klappt, weil von den Fenstern hängt dann ja auch im Prinzip ab, dass dann eben die Einliegerwohnung auch fertiggestellt werden kann, in die wir ja dann erstmal einziehen wollen, weil ja die Fertigstellung des Haupthauses noch deutlich länger leider dauern wird. Aber weil wir auch aus unserer Wohnung ja auch Ende Juni dann raus müssen, ja, ist das jetzt eben gerade sehr dringend, dass da jetzt eben einfach weitergearbeitet wird. Ja, das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand der Dinge. Ich werde euch natürlich in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin auch mitnehmen und hoffentlich dann auch den Einbau unserer Fenster fleißig mitfilmen. So, ich bin jetzt gerade nochmal im Haus und wollte euch noch einmal den aktuellen Stand im Haus zeigen. Also hier im Haupthaus ist tatsächlich ja nicht so viel passiert in letzter Zeit. Aber dann vor allem drüben in der Einliegerwohnung gibt es noch ein paar Veränderungen. Die ist ja im Prinzip fast fertig, bis auf die Fenster und den Anstrich. Ja, das werde ich Ihnen jetzt einmal noch mal ganz schnell zeigen. So, also hier ist soweit eigentlich alles vorbereitet. Hier kommt dann der Sicherungskasten noch rein, weil es eine getrennte Wohneinheit werden soll. Braucht natürlich dann auch die Person, die hier irgendwann mal einzieht, natürlich auch einen eigenen Sicherungskasten. Dann hier ist im Prinzip jetzt auch alles soweit fertig. Also hier fehlen natürlich noch die Fenster. Hier soll ja einfach so ein Waschraum dann reinkommen für die Waschmaschine. Die Küche, die bleibt ja tatsächlich jetzt auch erstmal so drin. Wir überlegen, ob wir die irgendwie noch streichen oder irgendwie ein bisschen hübscher machen. Aber ja, wir wollten jetzt keine neue Küche hier für die Einliegerwohnung kaufen. Und die Decken wurden hier aber auch schon fertiggestellt. Und dann ist ja das Badezimmer. Das bleibt ja auch zum Großteil so, wie es ist. Diese Fensteröffnung, diese Runde, die kommt ja weg. Die wurde jetzt hier, wie man sieht, schon geschlossen. Leider ist hier vorne bei dieser Fliese eine Ecke abgebrochen, als das Fenster rausmontiert wurde. Die Architektin will da jetzt irgendwie so eine gerade Linie schaffen, also so eine gerade Ablagefläche. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen will, aber sie meinte, damit wird auf jeden Fall diese Stelle irgendwie überdeckt werden, sodass man da wie so eine Art kleines Regal in der Dusche hat, wo man halt so ja, Duschgel und so weiter, Shampoo und so abstellen kann. Und hier kommt ja dieses neue, größere Fenster rein. Ja, sonst hat sich hier tatsächlich auch nichts verändert.
Und jetzt kommen wir zu der echt größten Veränderung. Hier liegt nämlich jetzt der Vinylboden schon. Genau, also das haben sie wirklich sehr schön hier einmal durchgehend verlegt bis über ins Schlafzimmer. Die Fensteröffnungen gibt es ja auch schon. Und die Wände sind ja hier auch schon alle tapeziert. Es muss halt wirklich nur noch gestrichen werden. Und dann geht es noch einmal hier rüber ins Schlafzimmer. Da ist es das Gleiche. Es ist im Prinzip wirklich alles fertig, bis auf die Sockelleisten und das Streichen und die Fenster. Das heißt, sobald die Fenster drin sind, kann das hier alles innerhalb von 2 Tagen tatsächlich fertiggestellt werden. Ja, soweit erstmal der Stand hier aus der Einliegerwohnung. So, ich melde mich nochmal mit einem kleinen Update zu unseren Fenstern. Also es ist jetzt Montag, heute sollten die Fenster ja jetzt angeliefert werden und eingebaut werden. Ich war heute Morgen schon am Haus, als ich meinen Sohn zur Kita gefahren habe und bin jetzt gerade wieder da. Und es ist leider, ja, weit und breit keine Fenster und kein Fensterbauer in Sicht. Ich hatte auch heute Morgen dann, ja, kurz mit den Bauarbeitern gesprochen, ob die irgendwas wissen. Die meinten auch nur, dass sie mir gehört haben, dass die Fenster kommen sollen, aber konnten mir jetzt auch nicht sagen, wo sie sind, wann sie kommen und so weiter. Ich habe jetzt gerade dann unseren Bauunternehmer natürlich direkt wieder angerufen und nachgefragt. Und er hat mir jetzt eben erklärt, dass ja die Jungs jetzt da gerade noch die restliche Dämmwolle irgendwie aus dem Haus irgendwie entfernen müssen. Die sind doch noch nicht ganz fertig geworden. Und das dauert wohl noch bis morgen früh. Ja, und dann möchte der Bauunternehmer irgendwie so ein Reinigungsgerät für die Luft aufstellen, wo dann nochmal 24 Stunden lang die Luft gereinigt wird aufgrund von dem, ja, von der Mineralwolle und auch gegebenenfalls von dem Schimmel, der da jetzt irgendwie aufgewirbelt wurde. Und dann macht er am Mittwoch irgendwie eine Messung der Raumluft mit so einem Gerät, um nochmal zu schauen, ob halt sozusagen die Raumluft wieder in Ordnung ist. Und wenn das alles gut war, dann gibt er sozusagen sein grünes Licht, dass dann eben der Fensterbauer kommen kann. Also die Fenster werden jetzt dann wohl frühestens irgendwie am, ja, am Mittwoch eingebaut. Ja, ist jetzt schon wieder irgendwie 2 Tage Verzögerung, ist natürlich super nervig. Meine Eltern wollten jetzt auch die Woche kommen und was im Keller machen. Da wäre es natürlich ganz schön gewesen, wenn da die Fenster irgendwie schon ausgetauscht worden wären. Aber ja, hoffen wir mal, dass dann der Mittwoch auch wirklich klappt. So, ich wollte mich nochmal mit einem kurzen Update melden. Also ich hatte ja Anfang der Woche schon kurz erzählt, dass wir ja nach wie vor keine Fenster haben, weil noch die restliche Dämmwolle entfernt werden musste und eben dann noch diese Raumluftreinigung und Raumluftmessung irgendwie stattfinden sollte. Ja, das hat dann jetzt oder sollte jetzt irgendwie gestern irgendwie stattfinden, also heute ist es Donnerstag. Wir waren dann irgendwie zu dem angegebenen Zeitpunkt, als der Bauunternehmer eigentlich da sein wollte, um die Raumluftmessung zu machen, halt eben auch vor Ort. Meine Eltern sind dann auch gekommen, weil die dann jetzt auch anfangen wollten, diese Woche mal ein bisschen was im Keller zu machen oder uns da irgendwie zu helfen, mal ein bisschen die Wände zu streichen und so weiter, weil dann ja auch da unsere Möbel eingelagert werden sollen, wenn wir die Einliegerwohnung einziehen Ende des Monats. Der Bauunternehmer war dann nicht da, ich hatte ihn dann irgendwie angerufen und gefragt, wo er ist. Er meinte dann, er kommt so in einer Stunde, ist noch auf irgendeinem anderen Termin. Dann hat er irgendwie dann wieder angerufen und gemeint, ja, er hat es gerade rausgefunden, dass irgendwie Mitarbeiter von ihm angeblich schon irgendwie heute oder gestern Morgen um 8.30 Uhr irgendwie dort war und die Raumluftmessung gemacht hatte und dass dabei irgendwie rauskam, dass wir irgendwie einen erhöhten Asbestwert im Haus irgendwie haben. Das war auf jeden Fall erstmal eine große Überraschung, weil Asbest war tatsächlich noch gar kein Thema bei uns und wurde nie darüber gesprochen, dass das irgendwie der Fall sein könnte. Sie hatten wohl so eine schnelle Messung mit irgendeinem Gerät gemacht und hatten aber nochmal eine Probe genommen, die dann ins Labor geschickt wurde. Und da kam dann heute Morgen wie das Ergebnis, dass ja unser Asbestwert irgendwie angeblich irgendwie um 30% irgendwie erhöht ist. Und daraufhin hat sich dann irgendwie der Bauunternehmer irgendwie nochmal so eine externe Firma, also so ein Asbestgutachter irgendwie beauftragt für 1.700 Euro, um das eben nochmal alles genau zu prüfen, ob auch die Einliegerwohnung betroffen ist und so weiter und wie hoch der Wert jetzt genau ist und so. Und der kam dann heute Morgen und hat dann so 2 Geräte aufgestellt. Ich blende euch das einmal ein, also einmal in der Einliegerwohnung und einmal im Haupthaus. Ja, da ist dann jetzt 4 Stunden lang irgendwie so Raumluft heute durchzirkuliert und da ist wohl so ein Filter eingebaut, der halt dann diese Fasern irgendwie alle sammelt und dann halt ermittelt, wie hoch der Wert irgendwie ist. Ja, ich hatte dann diesen Gutachter auch dann direkt gefragt, weil er auch selber da irgendwie ohne Maske im Haus rumgelaufen ist und so weiter, wie er da jetzt das Risiko einschätzt. Und er hat dann aber direkt gesagt, dass er das als sehr gering irgendwie einschätzt. Einfach, weil die Abrissarbeiten im Haus schon so lange her sind und auch die Fensteröffnungen ja schon so lange irgendwie rausgebrochen sind, sodass da auch natürlich einfach so gewisse Luftzirkulation, der irgendwie stattgefunden hat. Das sah auch irgendwie ein bisschen witzig aus, wie diese Geräte da irgendwie so 2 Meter irgendwie von der Wand entfernt standen, wo halt irgendwie komplett keine Fensteröffnungen drin sind, weil man sowas ja normalerweise immer nur mit geschlossenen Räumen macht, weil es ja so irgendwie das Ergebnis verfälscht, wenn da irgendwie einen Meter weiter irgendwie ein Fenster irgendwie offen ist.
Ja, also meinen Eltern, denen kam es irgendwie sehr komisch vor. Die haben auch mir gemeint, sie finden das irgendwie alles sehr merkwürdig. Irgendwie, sie können sich nicht vorstellen, wo bei uns im Haus irgendwo Asbest hergekommen sein sollte. Und sie finden auch diese ganze Messung irgendwie sehr lächerlich. Und sie sind so ein bisschen der Meinung, dass dieser Bauunternehmer das einfach versucht, irgendwie Zeit zu schinden und einfach nochmals wieder eine Woche irgendwie gut zu machen, weil er einfach die Fenster nicht hat, vielleicht irgendwie gar nicht bestellt, zu spät bestellt oder... Keine Ahnung, er ist insolvent und kann sie nicht bezahlen, deswegen werden sie nicht ausgeliefert oder wie auch immer. Also die sind da wirklich super misstrauisch und uns kommt es langsam halt auch irgendwie sehr komisch vor. Die Fenster sollten ja eigentlich Anfang Mai irgendwie eingebaut werden und seitdem hat der Bauunternehmer halt wirklich jede Woche irgendeinen anderen Grund, warum sie irgendwie doch nicht eingebaut werden können. Also das ist gerade auch echt ein bisschen unschön. Ich merke auch, dass die Kommunikation mit dem Bauunternehmer halt irgendwie sehr unschön geworden ist. Also ich habe ihn jetzt natürlich super oft angerufen, einfach mal wieder um nachzufragen, wie es jetzt weitergeht, wo sind die Fenster und so. Und er ist halt irgendwie sehr schlecht zu erreichen, sagt dann immer, dass er mich zurückruft und macht es dann nicht. Dann ist er irgendwie super unfreundlich und total genervt, als würde ich halt irgendwie nur stressen, obwohl es ja gar keinen Grund dazu gäbe. Und die Architektin, mit von der höre ich irgendwie gar nichts mehr, die sagt immer nur, sie hält es aus dem Thema da irgendwie so ein bisschen raus und so. Also ist schon alles irgendwie sehr komisch. Ja, von daher haben wir jetzt auch irgendwie beschlossen, dass wir schon mal so als kleine Vorsichtsmaßnahme uns irgendwie einen Anwalt suchen und uns schon mal so ein bisschen irgendwie beraten lassen, was wir halt irgendwie da jetzt im Worst Case irgendwie machen können. Und gegebenenfalls halt auch schon mal nach einem anderen Fensterbauer irgendwie schauen, der halt vielleicht zur Not, wenn jetzt wirklich irgendwie sich rausstellt, dass irgendwie der Bauunternehmer die Fenster nicht bestellt hat, dass der uns dann halt möglichst schnell irgendwie anderweitig irgendwie Fenster organisieren kann, damit wir halt auch noch vor Herbst irgendwie das Haus irgendwie dicht machen können. Ja, es ist gerade alles irgendwie super nervenaufreibend. Ich habe wirklich super viele schlaflose Nächte wegen dem Thema und ja, hatte ich mir so definitiv alles irgendwie nicht vorgestellt. Wir wollten auch eigentlich jetzt am 21.06. irgendwie umziehen. Wir wollen aber den Umzugstermin zur Sicherheit nochmal eine Woche nach hinten schieben, weil es halt jetzt auch schon wieder alles super knapp irgendwie wird. Also wenn sich jetzt doch irgendwie bestätigen sollte, dass wir wirklich Asbest im Haus haben, dann müsste halt dann nochmal irgendwie das ganze Haus abgedichtet werden, die ganze Luft abgepumpt werden und so weiter. Das würde dann auch nochmal irgendwie ein paar Tage irgendwie in Anspruch nehmen. Und dann wird es halt echt schon hinten raus irgendwie richtig knapp irgendwie alles. Ist jetzt auch so, dass natürlich jetzt im Haus auch nicht wirklich viel weitergeht. Also die Bauarbeiter, die arbeiten noch ein bisschen in der Einliegerwohnung, aber die können dann auch nicht mehr so viel machen. Und der Fensterbauer, der wartet jetzt halt irgendwie anscheinend drauf, dass wir halt da das negative Testergebnis irgendwie vorlegen. Also der Bauunternehmer meinte, dass der wohl irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie Krebs und eine Chemotherapie hatte und halt irgendwie, ja, seitdem halt nicht mehr auf Baustellen geht, wenn er da keinen Nachweis hat, dass da halt keine Schadstoffe irgendwie vorhanden sind. Von daher kommt er jetzt halt auch erstmal nicht zum Fenster einbauen, wenn das denn wirklich alles stimmt, was der Bauunternehmer sagt. Und von daher wird sich das jetzt mindestens bis nächste Woche nochmal verzögern. Wir hatten jetzt auch den Bauunternehmer tatsächlich um ein Gespräch gebeten. Ich wollte es jetzt auch gerade machen, wo meine Eltern da sind, weil die sich einfach fachlich nochmal besser auskennen als ich und halt nochmal ein bisschen besser ja nachfragen und dagegen argumentieren können, als ich das vielleicht irgendwie kann. Der Bauunternehmer kann es leider erst wieder am Montag, aber da wird es auf jeden Fall dann am Haus nochmal ein gemeinsames Gespräch geben, wo auch meine Eltern irgendwie dabei sein werden. Und ansonsten hoffen wir, dass wir dann einfach möglichst auch irgendwie schnell jetzt am Montag oder Dienstag nächste Woche halt hoffentlich das Ergebnis bekommen und hoffentlich endlich rausstellen, dass wir vielleicht doch kein Asbest im Haus haben und irgendwie alles ganz normal irgendwie ja weiterlaufen kann. Ja, wir wollten uns dann einfach die Woche nochmal ein bisschen irgendwie nutzen, zusammen mit meinen Eltern halt im Keller noch ein bisschen was zu machen. Ich werde auch ein bisschen mitfilmen und euch da gleich mal ein bisschen was einblenden, wie es da so vorangeht. Und dann werde ich mich auf jeden Fall nächste Woche wieder melden, wenn dann sich herausgestellt hat, wie das jetzt alles mit dem Asbest und mit unserem Bauunternehmer und unseren Fenstern und so irgendwie ist. So, hier im Keller wird gerade fleißig gearbeitet. Mein Vater ist gerade dabei, die Decke zu fixen. Meine Mutter streicht hier gerade ein bisschen die Wände weiß. Und ja, genau, diese LED-Paneele haben wir auch schon eingebaut, dass wir da jetzt richtig schönes Licht haben. Das ist auch wirklich sehr cool geworden, wie ich finde. So, es ist noch mal ein bisschen was vorangegangen. Also diese Wand hier ist jetzt schon fertig weiß gestrichen, wie man sieht. Und mein Papa ist gerade dabei, da hinten dieses Stück noch zu tapezieren. Da hat nämlich tatsächlich Tapete gefehlt, weil ja vorher diese Bade eingebaut war an der Stelle. So, das ist jetzt mal das vorläufige Endergebnis. Also genau, wir haben hier einmal den Türbogen weiß gestrichen. Dann haben wir eigentlich die ganzen Wände alle im Raum weiß gestrichen. Dann haben wir da hinten, wo das Stück Tapete gefehlt hat, das noch nachtapeziert und auch gestrichen. Dann haben wir die Decken weitestgehend gemacht. Da drüben fehlt leider noch ein bisschen was, da hatten wir nicht mehr genug Platten. Und sonst haben wir aber diese LED-Paneele auch eingebaut.
Ja, hier hinten, da fehlt leider noch ein bisschen Fliesen. Da hat sich so ein Loch gebildet, weil da so eine Wandverkleidung war. Das wollen wir noch fixen, indem wir noch alte Fliesen, die wir gefunden haben, nochmal zurechtschneiden und da eben dran machen. Plus auch nochmal so eine Sockelleiste aus Fliesen machen. Und ja, ansonsten ist es aber eigentlich schon soweit jetzt erstmal fertig, dass dann da unsere Möbel auch eingelagert werden können, wenn wir dann Ende des Monats irgendwie umziehen. Hier die Tür wollen wir auch noch weiß streichen. Ja, hier fehlen jetzt leider die Deckenplatten, die hatten wir jetzt für den anderen Raum genutzt, da müssen wir neue nachkaufen. Und hier hinten haben wir schon die ganzen IKEA-Regale aufgebaut und auch schon ja einiges hier rüber transportiert und eingeladen, sodass ja dieser Raum eigentlich schon so mehr oder weniger fertig ist. Unsere Fliesen wurden heute überraschenderweise angeliefert. Nicht, dass wir die jetzt brauchen würden, weil davon sind wir noch richtig weit entfernt, aber ich freue mich trotzdem, sie zu sehen. Sie sind dann immerhin schon mal da und es bedeutet auch, dass der Bauunternehmer auf jeden Fall das Geld hatte, um unsere Fliesen zu bezahlen. So, ich wollte jetzt noch mal ein finales Update geben, wie es jetzt noch weiter gelaufen ist. Also wir hatten jetzt den Bauunternehmer Anfang der Woche um ein Gespräch gebeten, weil wir, wie ich in der letzten Videosequenz ja gesagt hatte, doch einfach irgendwie sehr misstrauisch geworden sind. Es kam uns einfach alles sehr komisch vor, dass er einfach diese Fenster nicht liefert, dass er jede Woche eine andere Ausrede hat, warum die jetzt wieder nicht eingebaut und angeliefert werden können und sonst wie. Ja, daraufhin ist er eben zum Haus gekommen und wir hatten eben ein Gespräch mit ihm. Meine Eltern, die waren ja auch noch hier in der Ecke und von daher haben die an dem Gespräch auch teilgenommen, was mir auch persönlich tatsächlich ganz lieb war, weil ja gerade mein Vater sich einfach fachlich mit Häusern und Haussanierungen und so weiter einfach sehr gut auskennt und halt deutlich besser als ich. Ja, das Gespräch ist dann tatsächlich leider irgendwie zwischenzeitlich in einem ziemlich krassen Streit irgendwie eskaliert. Also mein Vater hat ihn dann halt relativ direkt einfach damit konfrontiert, meinte halt irgendwie, dass er bitte mal ihm sagen soll oder zeigen soll, wo da irgendwie am Asbest im Haus irgendwie sein soll, oder dass ich es irgendwie absolut nicht vorstellen kann, dass da irgendwo was sein könnte. Hat dann eben auch ja gesagt, dass er einfach irgendwie langsam die Vermutung hat, dass diese Fenster gar nicht existieren oder wie auch immer. Daraufhin ist dann der Bauunternehmer wirklich richtig sauer geworden. Das hat ihn irgendwie richtig getroffen oder gekränkt, irgendwie, dass wir ihm da so ein Misstrauen entgegenbringen. Hat dann auch gemeint, ja, wenn wir ihm nicht vertrauen, dann können wir die Zusammenarbeit jetzt ja an der Stelle irgendwie beenden. So. Ich habe dann auch versucht, ein bisschen so zu moderieren und die Kuh da ein bisschen vom Eis zu holen. Er hat sich dann irgendwann zwischenzeitlich wieder gefangen und ist dann wieder deutlich freundlicher und höflicher geworden. Und ja, am Ende so nach einer Viertelstunde Streitgespräch haben wir dann auch einfach gemerkt, dass wir uns halt einfach irgendwie da auch im Kreis drehen und ja, es ist dann im Prinzip so ausgegangen, dass der Bauunternehmer uns eben sein Wort gegeben hat und einen Handschlag, dass halt die Einliegerwohnung auf jeden Fall zu Ende Juni irgendwie fertig wird und mein Mann und ich jetzt nicht irgendwie auf der Straße stehen und oder uns irgendeine Zwischenlösung irgendwie suchen müssen, sondern dass wir halt in die Wohnung auf jeden Fall einziehen können. Ja, wir haben jetzt dann die ganze Woche auf dieses Asbestgutachten irgendwie gewartet. Es hieß eigentlich, dass es irgendwie Montag kommen soll. Tatsächlich hat es sich aber jetzt bis heute, also heute ist es Freitag, hinausgezögert. Und der Bauunternehmer hat uns jetzt gerade eben die Info bei WhatsApp geschickt, dass jetzt tatsächlich das rauskam, dass es negativ war. Also, dass wir keinen erhöhten Asbestwert im Haus haben. Ja, wir sind da natürlich auf der einen Seite erleichtert, dass es jetzt irgendwie doch alles negativ war, jetzt doch keine Reinigung der Raumluft gemacht werden muss, sondern dann eben einfach nächste Woche eben alles weiterlaufen kann. Auf der anderen Seite, jetzt gerade mit dem negativen Ergebnis, bleiben jetzt natürlich auch immer noch ein paar Fragezeichen, ob diese Messung überhaupt notwendig gewesen wäre. Ich hatte mehrfach auch nach Nachweisen gefragt von der ersten Probenentnahme, die angeblich auffällig war, und habe da tatsächlich aber bis heute nichts geschickt bekommen. Ja, von daher ist es natürlich jetzt für mich dann einfach sehr schwer zu verifizieren, ob da wirklich jetzt überhaupt jemals irgendwie ein erhöhter Asbestwert irgendwie war oder ob sich der Bauunternehmer das vielleicht tatsächlich einfach nur ausgedacht hat. Ja, wie auch immer, wir wollen da jetzt auch nicht den riesigen Streit irgendwie weiter fortführen, aber es bleiben auf jeden Fall trotzdem ein paar Fragezeichen. Aber ja, wir hoffen jetzt einfach, dass es ab nächster Woche dann wirklich wieder alles vorangeht und wir dann einfach übernächste Woche wie geplant in die Einliegerwohnung einziehen können. Ja, ich werde euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, in einem nächsten Video dann, hoffentlich dann mit dem Einbau der Fenster und dem Umzug in die Einliegerwohnung. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt rund um unsere Haussanierung, dann könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen, dann antworte ich auch sehr gerne einmal drauf. Ansonsten freue ich mich natürlich immer sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt für das Video. Und wenn ihr in Zukunft noch viele weitere Videos von uns sehen wollt, zum einen zu unserer Haussanierung, aber auch zu anderen Themen rund ums Thema Hauskauf, dann abonniert auch sehr gerne einmal meinen Kanal. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.